Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder einen Book-Unhaul für euch. Ich habe 1, 2, 3, 4 Bücher aussortiert. So viel war es diesmal gar nicht. Aber ihr wisst, ich versuche jeden Monat, ja, das ein oder andere Buch auszusortieren, damit mein Bücherregal einfach nicht überquillt. Es kommen ja jeden Monat auch diverse Bücher bei mir an. Es gibt ja immer wieder Neuerscheinungen und ja, wenn ich nur kaufen würde, dann würde das Regal bald als aus allen Nähten platzen. Ich habe mich jetzt für 4 Bücher entschieden. Bei dem einen oder anderen wisst ihr eigentlich schon, dass ich darüber nachgedacht habe, es auszusortieren. Und eins davon zeige ich euch auch direkt. Das wäre nämlich Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger. Das habe ich euch nämlich gerade noch in meinem Sub 2024 Video erzählt, dass das Buch schon ewig und 3 Tage hier liegt und ich einfach nicht weiß, ob ich mich mit dieser Altersthematik mit Teenagern aktuell so identifizieren möchte. Und demnach habe ich jetzt abgewägt und habe gesagt, so, nee, jetzt fliegt es, auch wenn es die Erstauflage mit Farbschnitt ist. Aber ja, ich habe gesagt, ich werde es vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht lesen. Das heißt, es würde immer noch weiter hier rumstehen. Und im Winter bin ich ja doch eher so in Richtung Fantasy, High Fantasy unterwegs. Und ja, da werde ich es dann vermutlich auch nicht lesen. Von daher würde es, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, vermutlich noch in meinem Sub 2025 Video hier auftauchen. Und selbst da würde ich wahrscheinlich sagen, ach, eventuell sortiere ich es aus. Also mache ich es jetzt einfach sofort. Und ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Tote Jungs küsst man nicht. Es gibt keinen schlechteren Start in einer Beziehung, als den süßen Typen, in den man sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen umzubringen. Emily Seymour, die wohl miserabelste Totenbeschwörerin der magischen Welt, schafft genau das. Noch dazu trifft es ausgerechnet Ashton Goodwin, den Sohn einer verfeindeten Magierfamilie. Will Emily ihn wiederbeleben, muss sie nicht nur einen verbotenen Zauber sprechen, sondern auch ein paar ihrer Lebensjahre opfern. Sie ahnt nicht, dass hinter Ashtons Ableben mehr steckt als ein Missgeschick und dass sie schon bald mit einem schlecht gelaunten Untoten an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken muss, die die magische Welt je gesehen hat. Auch das nächste Buch habe ich euch in meinem Subvideo bereits gezeigt und auch gesagt, dass ich mir da unschlüssig bin, ob ich es behalten möchte. Ich habe es zwar erst im Winter bekommen, im Zuge einer Wichtelaktion, nämlich es ist All This Time, Leben heißt unendlich sein. Und ja, also quasi zur Weihnachtswichtelaktion habe ich es bekommen, aber habe euch ja auch erzählt, dass ich damals gar nicht wusste, dass ich es überhaupt von meiner Wunschliste hatte. Und es war wohl irgendwo ganz, ganz weit unten. Ich weiß, das Buch ist ja auch schon was älter. Es ist von 2020. Also ich habe es wahrscheinlich auch so um den Dreh rum irgendwann in 2020, 2021 auf meine Wunschliste gepackt. Demnach habe ich das dann Ende 2023 nicht mehr so genau gewusst. Aber wenn ich mir jetzt den Klappentext durchlese, kitzelt mich so gar nichts, dass ich sagen würde, ich muss es jetzt sofort lesen und ich halte es da wie bei Emily Seymour. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Lesejahr nicht lesen werde und es im nächsten Subvideo wieder auftauchen wird im nächsten Jahr. Von daher, kurz und schmerzlos wird es jetzt hier ausziehen und Platz machen für andere Bücher, die mich mehr catchen aktuell. Kann man die große Liebe finden, wenn man sie schon einmal verloren hat? Kyles Zukunft wird mit einem Schlag zerstört, als er bei einem Autounfall seine große Liebe Kim verliert. In seinem Gefühlschaos aus Trauer, Wut und Schuld fühlt er sich allein und unverstanden, bis er auf Marley trifft, die seinen Schmerz nur allzu gut nachvollziehen kann. Was als Freundschaft beginnt, wird unaufhaltsam zu mehr, aber kann ein gebrochenes Herz wieder lieben? Das nächste Buch wollte ich auch schon mehrfach aussortieren, aber habe es irgendwie immer noch nicht übers Herz gebracht, weil mich die Protagonisten so ein bisschen an Leute aus meinem Leben erinnern und irgendwie hat es beim Lesen die ganze Zeit so in meinem Kopf gerattert, die sind wie die beiden. Und zwar spreche ich von Storchenherzen, wenn das Glück vom Himmel flattert. Und da geht es halt eben um zwei Hebammen, die sich
die mich so ultra an meine Hebammen erinnert haben. Und genau deshalb habe ich es die ganze Zeit auch nicht aussortiert. Aber ich weiß genau, auch wenn es mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich diese Verbindung dahin gespürt habe und dass das Ganze hat das Buch ja dann für mich noch persönlicher gemacht oder emotionaler gemacht. Ich werde es nicht nochmal lesen. Und es ist halt auch ein Buch, das steht ganz, ganz, ganz unten im Regal. Man sieht es sowieso nicht und ich habe vor, das Bücherregal demnächst nochmal ein bisschen zu sortieren, weil mein New Adult und Liebesroman-Fach total unsortiert momentan ist. Und habe da irgendwann jetzt einfach die Vorauswahl getroffen und habe gesagt, nee, du wirst es nicht mehr lesen. Es ist jetzt auch kein Buch, wo man sagt, okay, das ist jetzt so unfassbar schön optisch, dass ich es im Regal halten muss. Ich bin ja leider so ein Mensch, ich halte meine Bücher tatsächlich wegen der Optik oder weil es sonst meine Ordnung in meinem Regal zerstören würde. Das ist total gestört, aber ja, wir Buchmenschen sind nicht immer ganz so logisch veranlagt. Man muss es einfach mal so sagen. Und deshalb darf Störchenherzen jetzt auch einfach ausziehen. Die Störche fliegen tief, zwei Hebammen zwischen Chaos und Liebe. Helga betreibt zusammen mit Kollegin Monika eine kleine Hebammenpraxis. Zwar liebt Helga ihren Job, aber nicht alle werdenden Eltern können mit ihrer ruppigen Art etwas anfangen. Zum Glück taucht die quirlige Madita auf, seit kurzem ausgebildete Hebamme und voller Tatendrang. Helga ist entsetzt, Madita redet ohne Punkt und Komma, ist ekelhaft fröhlich und macht laufend esoterische Verbesserungsvorschläge. Auch für Madita gestaltet sich der Start mehr als ruckelig. Gleich an ihrem ersten Tag verursacht sie beinahe einen Unfall und zieht in eine Grusel-WG ein. Doch die beiden Frauen haben mehr gemeinsam als gedacht und ahnen nicht, dass sie nur einen Herzschlag vom Glück entfernt sind. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch. Ich habe es euch, glaube ich, jetzt auch schon ein, zwei Mal in die Kamera gehalten. Es ist noch gar nicht so lang hier. Es ist nämlich auch erst 23 erschienen. Und ich glaube, irgendwann sogar auch erst im Dezember 23 oder November. Nein, ich glaube, es war Dezember. Ich spreche von You with a View. Ich habe es ja schon gelesen und fand es auch gar nicht so schlecht. Ich fand auch vieles davon richtig, richtig gut. Und es ist ja auch die Erstauflage mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Aber ich weiß wegen einer Sache, dass ich es nicht mehr ein zweites Mal lesen werde. Und das ist einfach die Schrift. Also das Buch ist ja allgemein schon kleiner als ein normales Buch, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist die Schriftart so extrem klein gewählt, dass ich gefühlt bei den 382 Seiten, die ich normalerweise in 2-3 Tagen lesen würde, über eine Woche an diesem Buch gehangen habe und das Gefühl hatte, ich lese und lese und lese abends in meinem Bettchen oder hier auf der Couch und ich komme einfach nicht voran. Da hat man gefühlt 2 Stunden gelesen und war dann gerade mal 40 Seiten weiter oder so, nachdem man es dann wieder zugeklappt hat. Und ja, es hat mich ein bisschen demotiviert, dass das Buch dann dadurch für mich so zäh wurde. Und ja, wie gesagt, ich werde es demnach nicht nochmal lesen und deshalb zieht es jetzt aus. Vor allem, weil es halt auch dieses seltsame Format hat, das gar nicht in mein Bücherregal passt und demnach auch nicht in meinem Hauptbücherregal stehen wird. Ja, Probleme eines Bücherwurms. Eines zwanghaften Bücherwurms. Arbeitslos und noch immer bei den Eltern lebend, versucht Noelle, den Verlust ihrer geliebten Großmutter zu überwinden. Dabei stößt sie auf ein uraltes Foto von ihrer Grams und einem attraktiven Mann, inklusive Liebesbrief. Von der Neugierde gepackt, startet Noelle einen Aufruf auf TikTok, um den Fremden ausfindig zu machen. Doch als sich sein Enkel darauf bei ihr meldet, schlägt Noelles Herz schneller. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Es ist Theo Spencer, ihr ehemaliger Klassenkamerad und ewige Nemesis. Heute ist er erfolgreich, gut aussehend und hat zu allem Überfluss auch noch ein Lächeln, das Noelle um den Verstand bringt. Wider Willen starten sie gemeinsam mit Theos Großvater den wohl verrücktesten Roadtrip aller Zeiten. Aber hat Theo sich wirklich geändert? Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im März aussortiert habe. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins davon gelesen habt oder ob ihr meine Begründung, sie auszusortieren, nachvollziehen könnt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!